So, ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Ich hoffe, ihr habt alle lecker Kuchen und Kaffee gehabt, beziehungsweise genießt ihn jetzt, während Eriks Vortrag mit angeschlossener Diskussionsrunde zum Thema Podcastplanung. Denn ein gut geplanter Podcast beginnt schon im Grunde nach dem Ende der letzten Aufzeichnung. Und ich komme immer häufiger in den Genuss von Eriks Podcastplanungen. Und wir haben Redaktionskonferenzen, die manchmal länger sind als die gesamte Aufzeichnung. Und warum das wichtig und richtig ist, das erzählt euch der Erik und hat mich gebeten, darauf hinzuweisen, dass das hier keine Einbahnstraße ist, denn Podcastplanung geht in beide Richtungen. Er würde gerne im Anschluss an seinen Präsentationsteil gerne auch von euch hören, wie ihr eure Podcasts plant, welche Meinung ihr dazu habt und vielleicht kommt man da in einen kreativen Austausch. Ich wünsche euch viel Spaß und einen informativen Nachmittag. Ja, danke, Christopher. Also, ja. Ich finde das ein bisschen unglücklich hier, die Anordnung. Also eigentlich würde ich lieber wie in dem Subscribe-Workshop-Raum mit euch an einem runden Tisch sitzen und mit euch wirklich in die Diskussion kommen. Darum soll es eigentlich gehen. Und ja, ich würde gerne mit euch ein bisschen über Podcast-Planung reden. Vielleicht erstmal so kurz als Feedback für mich mit Handzeichen. Wer von euch macht denn aktuell Podcasts? Okay, das sind so ungefähr die Hälfte des Publikums, das hier vorher anwesend ist. Okay. Und ja, wer von euch macht irgendwie überhaupt eine Art und Weise von Vorbereitung für den Podcast? Das sind dann alle davon. Okay. Ja, also, gute Planung. Womit ich mal einsteigen möchte, ist direkt mal das, ich nenne es Goldstandard oder ich habe es den Olymp der Podcastplanung genannt, weil da gab es mal einen Podcast, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Wenn nicht, erkläre ich ihn dann noch kurz. Es gab mal diesen einen Podcast hier. Wer kennt ihn? Eine. Okay, die Wikigeeks. Das war ein Podcast, der sich mit netzpolitischen Sachen und Netzthemen und wie das auf die Gesellschaft auswirkt, beschäftigt hat. Und die haben eine sehr genaue Podcast-Planung gehabt und die hatten das Gimmick, dass sie ein Wiki hatten, das Wikigeeks Wiki, wo sie jede einzelne Planung für jede einzelne Folge online gestellt haben, direkt im Vorfeld schon. Dann konnte man quasi reingucken, was kommt in der Folge. Und ich habe mal eins rausgegriffen, also das ist jetzt das Planungsdokument von einer Folge, das ist die Folge 46. Man sieht einfach, wie lang das Ding ist. Man sieht, wie viele blaue Dinger da drin sind, also Links quasi zu Artikeln, zu Blogartikeln, zu Zeitungsartikeln, was sich das ganze Team da quasi auch wirklich im Vorfeld durchgelesen hat und ja, wie viele Unterpunkte sie zu den verschiedenen Themen haben, aber trotzdem sind das ja bloß so kurze Anreißerpunkte. Das sind ja das jetzt nicht ausformulierte Gedanken, weil darum geht es ja dann quasi im Podcast drin. Und da würde ich jetzt direkt erstmal die erste Runde der Diskussion aufmachen. Also in welcher Form macht ihr denn eure Podcast-Vorbereitung? Also von, ja, mal zu sagen, darüber könnte man reden und darüber könnte man reden, oder macht ihr irgendwas mit Karten oder ja, wie geht ihr an eure Podcast-Planung ran? Möchte da jemand vielleicht mal starten? Okay, Jule? Ich gucke ein Frauenfußballspiel. Nein, Quatsch. Also wir machen das meist in Trello. Das ist so ein Kanban-System. Ich Ja. weiß nicht, ob das viele kennen. Da macht dann einer von uns das Board auf und dann schreibt jemand so, was weiß ich, wir reden über den dritten Spieltag und über die Mannschaft oder irgendwie das und das. Dann weiß man zumindest, was der andere gerne besprochen hätte. Dann geht das meistens so, dass der andere dann irgendwie auch noch Links oder irgendwie so ein paar Kommentare drunter schreibt. Aber auch nicht Okay. viel. Jan? Ja, also wir oder besser gesagt, ich habe ein System entwickelt, auch mit Trello tatsächlich. Würde das gerne irgendwann mal open sourcen, da fehlt mir aber im Moment irgendwie noch die Kraft und eine schönes Trello-ähnliches Ding, was auch irgendwie eine App hat, weil das ist so, wir haben zwei Input-Spalten, eine für mich, eine für den Frank bei Hör doch mal zu, wo wir halt einfach alles reinpacken und eine für die Tweets, ganz wichtig. Und dann haben wir am Abend zuvor, haben wir im Prinzip so die halbe Länge des Podcasts, wo wir uns einfach zusammensetzen und wir nennen es tatsächlich so, eine Redaktionskonferenz Ja. durchführen und dort wirklich das besprechen und ja.
Das kommt später nochmal, das Thema, auf alle Fälle. Ja, also ich mache ja diverse Podcasts, wie ihr wahrscheinlich wisst, und in jedem läuft das ein bisschen anders tatsächlich. Was ich aber festgestellt habe, ist, dass es keinen Podcast gibt, in dem es mit einem einzelnen Tool klappt, sondern es ist immer eine Kombination aus verschiedenem. Also zum Beispiel bin ich in fast allen meiner Podcasts in einem Slack organisiert, also so einem Chat-Tool, wo man verschiedene Channels aufmachen kann, weil ich fast keinen meiner Podcasts alleine mache, sondern immer alle im Team. Und dann gibt es halt Sachen, die kann man zum Beispiel mit Trello, was jetzt schon mehrfach erwähnt wurde, gut machen. Zum Beispiel, wenn man ein Kollektiv von 30 Frauen ist und überlegen muss, wer interessiert sich überhaupt für welches der Themen, die wir so gebrainstormt haben. Das geht mit Trello sehr gut. Aber so eine Sendung durchstrukturieren, wie man sie dann am Ende irgendwie von vorne bis hinten machen will, das erschließt sich bei mir bei Trello irgendwie nicht gut. Da würde ich jetzt eher in Google Doc oder mit Workflowy oder sowas rangehen. Aber auf jeden Fall so zum Themen sammeln und strukturieren und so weiter, da ist, glaube ich, Trello immer noch einer der Goldstandards. Noch jemand? Bei mir hat sich OneNote noch relativ bewährt. Also okay. Trello benutze ich auch für die Episodenplanung, also auch schon im Voraus, dass ich dann quasi plane, wann könnte ich welche Episode machen, welche habe ich schon aufgenommen, welches bearbeitet. Und über die Spalten kann ich dann ja sehen, wie ist der Status der Episode. Aber die eigentliche Recherche, die dann auch gut und gerne mal so lang werden kann oder noch deutlich länger, das passiert dann im OneNote, weil ich da halt noch mehr Medien einfügen kann, ja, als nur reinen Text eingerückt, sondern auch mal ein Bild oder so. Das hat sich für mich bewährt. Gut, ich habe jetzt schon einige Tools gehört. Also mein Fokus liegt dann jetzt eher auf die Herangehensweise, wie man das Ganze inhaltlich macht. Wenn ihr dann noch ein bisschen mehr über Tools reden hören möchtet, würde ich euch auf alle Fälle den Vortrag von der Claudia Morgen empfehlen, weil sie gibt nochmal so einen Vortrag über Podcasting-Tools mit Fokus auf Open-Source-Sachen, was vielleicht auch ganz, ganz wichtig ist, um mal von den großen Sachen wie Googles vielleicht wegzukommen. Ich habe hier mir ein paar natürlich Gedanken gemacht und es gibt ja viele Formate und trotzdem, finde ich, kann man allgemeine Dinge zur Vorbereitung zusammenfinden, die für alle gelten können. Ob das jetzt ein Plauder-Podcast ist, ein Interview oder ein gebauter Beitrag oder sowas wie Monolog oder Talkradio, was ja zum Beispiel auch die Jenny macht oder der Stefan, oder gibt es eigentlich noch mehr Talkradios als die beiden? Mir fällt gerade gar keins ein. Es setzt sich einer vors Mikrofon oder eine und redet ihren Stream of Conscious quasi. So würde ich es zusammenfassen. Also es ist quasi ein Monolog-Podcast. Und zum Teil noch durch... ich glaube, so, das ist mehr Politik getrieben, dieses Talkradio. Und ja, was mir als erstes zur Planung eingefallen ist, das war auch der Gedanke, warum ich das machen wollte, weil das ist bei uns immer so die Diskussion, was ist jetzt mit der Spontanität, weil Becky zum Beispiel will ihre Gedanken relativ genau vorschreiben und ich denke dann immer, wenn ich das sehe, die ausgeschriebenen Gedanken, und dann wird der Gedanke so gesagt und dann kommt da nichts mehr dazu. Ich finde das immer, schwierig. Wie seht ihr das? Würdet ihr Spontanität sehen versus Planung? Habt ihr dazu Gedanken? Also ich glaube, es hängt sehr, sehr stark vom Format ab. Ich führe ja eigentlich hauptsächlich Gespräche, muss mich da aber schon darauf vorbereiten, weil ich meine Interviewpartnerinnen meistens nicht wahnsinnig gut kenne und recherchiere dann und schreibe mir dann eher so Notizen auf im Sinne von, was sind das für Fragen, auf Basis dessen, was ich herausgefunden habe, was vielleicht spannend sein kann, und dann weiche ich eigentlich immer davon ab. Und okay, das ist manchmal gut und manchmal schlecht, aber ich habe das Gefühl, dass die Stärke von Podcast ja eigentlich immer das ist, dass dieser Platz da ist, sprechendes Denken oder halt Leuten zuzuhören, wie sie Geschichten erzählen oder ihnen was einfällt, was man vorher nicht geplant hat. Bei uns ist das so, dass ich ein Fan von Planung bin und auch davon, meine Gedanken aufzuschreiben. Aber ich bin in den letzten Folgen, die ich alleine gemacht habe, das ist dann Monolog,
sprechen. Da bin ich sehr dazu übergegangen, meine Gedanken aufzuschreiben, quasi als Stream of Consciousness auch. Aber dann, wenn ich das dann einspreche, nochmal Ergänzungen dazu zu machen. Ja. Während ich in dem Format, in dem ich mit jemandem zusammenspreche, also mit der Partnerin René, die hasst das. Also für sie ist das, die Spontanität geht dann flöten. Mit ihr kann ich das gar nicht planen. Und da merken wir häufig, dass wir völlig vom Thema abkommen und ausfransen und eigentlich gar nicht mehr landen irgendwo und einen schlechten Punkt zu machen ist, weil ich nicht gut vorbereitet bin und sie auch nicht vorbereitet sind, aber nicht anders können. Also das Problem ist dann da so, ne? Das ist meine Erfahrung. Also wir machen ja den Thekenschnack und wir haben zwar einen Slack, da schmeißt jeder irgendwie irgendwelche Punkte rein, das ist unsere komplette Planung. Und das sind dann meistens nur, es ist Europawahl, dann steht da Europawahl, da weiß jeder, okay, wir haben Europawahl auf dem Schirm, aber halt auch geschuldet dem Format, dass dieses Theken-Feeling ein bisschen rüberkommen soll. So, wir sitzen da, wir haben ganz viele Themen, wir springen auch wild hin und her. Und daher ist es also sehr spontan bei uns auch. Das ist auch eher sprechendes Denken dann, ja. Ja, also ich hätte auch einen Input dazu. Ich mache ja mit Frank den Countdown-Podcast und Frank tendiert gerne dazu, mal sich in einem Gedanken zu verlieren und dann redet er eine Stunde lang über Atomkraft und auf einmal sagt er, nee, das müssen wir nochmal neu machen. Deswegen nötige ich ihn gerne immer vor der Sendung eine Planung mit ihm zu machen. Wir machen das so, dass wir erst Themen aufschreiben, die wir besprechen wollen und die dann auch tatsächlich sortieren und das so machen, dass wir über 2 Wochen lang Themen sammeln und dann direkt vor der Sendung die Themen durchsortieren und sagen, okay, das kommt als erstes, kommt als zweites, dann auch Themen nochmal rauswerfen, die vielleicht gerade nicht passen. Und für mich ist so eine Sendungsplanung immer wie so eine Leitplanke, wo man sagt, okay, das wollen wir abhaken, diese Punkte, und innerhalb dieser Punkte können wir uns so ein bisschen frei bewegen und auch mal von der Spur abkommen, aber wir wissen dann immer, okay, jetzt sind wir ganz weit abgekommen, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Ah ja, das war das eigentliche Oberthema und dann können wir da zurückkommen. Also für mich ist so eine Themenplanung immer eine schöne Leitplanke, an der man sich dann so auch mal abgleiten kann und dann auch immer wieder zurückfindet. Ja, vielleicht. Ah, Kathi. Was? Oder? Was? Ja? Ah, Becky. Gut. Ja, ich wurde ja erwähnt hier in der Ausgangsfrage, da muss ich ja auch nochmal Stellung nehmen. Also wir, den Podcast, den Erik und ich gemeinsam machen, da geht es ja um Filme und Serien und das ziemlich lange. Also die Episoden sind so 3 bis 4 Stunden lang und ich habe halt das Gefühl, wir machen irgendwie eine Stunde Redaktionskonferenz und was wir da dann besprechen, will ich auch aufschreiben, damit ich es noch im Kopf habe, wenn wir dann in die Sendung gehen. Und vor allem ist es dann so, dass wenn wir zum Beispiel, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, wir besprechen die Serie Sense8 und ich will als Punkt auf jeden Fall über queere Repräsentation in der Serie sprechen, dann will ich mir natürlich auch 2, 3 Beispiele dazu aufschreiben, damit ich die dann erwähnen kann, während wir über die Serie sprechen. Und dementsprechend ist das dann schon in unserem Vorbereitungsdokument fast eine sehr groß verschachtelte Vorbereitung, wie es aussieht, ne? Weil da steht erst die Serie, dann das Thema, was ich einbringen will und dann noch die Beispiele dazu. Sodass, ja, das sieht aus, als wäre das total viel Vorbereitung. Ich habe das Gefühl, was ich aber tatsächlich tue, ist nicht, mich super, super gut vorzubereiten, sondern nur die Gedanken, die ich in den Tagen vorher eh schon im Kopf habe, einmal aufzuschreiben, damit ich sie nicht vergesse während der Sendung. Und natürlich könnte ich das jetzt auch in eigenen Notizen bei mir machen, aber dann denke ich mir immer, wenn wir doch zu dritt podcasten, ist es doch irgendwie gut, die anderen sehen auch, okay, wir wollen ungefähr 45 Minuten über das Thema sprechen und Becky hat noch 3 Themen, die sie einbringen will. Vielleicht kommen wir langsam so ein bisschen voran. Also, dass man dann auch während der Sendung spontan sein kann, dadurch, dass man die Planung vorbereitet hat. So. Also ich finde nicht, dass sich Planung und Spontanität ausschließen. Okay, ich möchte die Frage nochmal auf ein spezielles Feld drehen, und zwar auf Interview-Podcasts. Da finde ich auch wirklich so eine Frage, wie stark bereitet ihr euch auf Interviewgäste vor? Macht ihr da akribische Vorbereitungen, dass ihr quasi eigentlich schon alles wisst, was dann kommen könnte? Oder ja, Wie haltet ihr es? Oder macht ihr dann eher wenig Vorbereitung und geht dann spontan in das Interview rein? Das würde mich mal noch interessieren.
Also das ist teilweise auch das, was ich mache, hin und wieder mal einen Gast dabei haben und interviewen. Und ich habe jetzt beide Varianten durch. Also auf der einen Seite auf alles absolut vorbereitet sein und dann am Ende kommt aber so und so nicht jeder Punkt und du bist nie wirklich vorbereitet auf deinen Gesprächspartner. Und auf der anderen Seite ganz spontan reingehen und nur Stichpunkte haben. Und ich habe festgestellt, die letztere Variante ist auch schon besser. Also ja, wenn du tatsächlich deinen Gegenüber noch ein bisschen während des Gesprächs kennenlernst, ist es manchmal auch für deine Hörerinnen und Hörer besser, als wenn du völlig durchgeplant weißt, wer vor dir sitzt, beziehungsweise mit wem du dann dich unterhältst. Also ich gehöre jetzt zu denen, die noch keinen Podcast gemacht haben. Wenn ich mir aber vorstelle, dass ich so ein Interview-Podcast oder ein Interview für einen Podcast planen würde, dann hängt es doch auch stark davon ab, ob meine Interviewpartnerin bekannt oder nicht bekannt ist. Also wenn sie nicht bekannt ist, aber irgendwie was Tolles zu erzählen hat, kann ich ja schlecht was über sie recherchieren. Und vielleicht stelle ich auch nicht gerade die richtigen Fragen, dass sie dann das erzählt, was wirklich spannend und interessant sein könnte. Also macht es doch da vielleicht auch Sinn, bisschen mehr zu planen und vielleicht vorher mal miteinander zu sprechen. Also wie kann ich dir Hilfestellung geben, dass du auf das, dass zum Beispiel auch die Interviewpartnerin nicht im kompletten Monolog dann alles erzählt, sondern dass es dann wirklich ein bisschen mehr ein Gespräch wird, oder? Also stelle ich mir jedenfalls so vor. Ich habe erst einmal ein Interview gemacht und zwar aus Test- und auch Interessenszwecken. Ja. Ich wollte mal gucken, wie ich Interviews mache, wie ich so da rangehe. Aber die Person weiß, dass ich bestimmte Dinge im Gespräch brauche, also von ihr auch. Und dass ich auch eine bestimmte Planung brauche. Und ich habe dann festgestellt, dass ich, obwohl ich die Person kannte, sie aber noch nicht im Interview kannte. Also, dass die sich auch nochmal verändert hat. Und also so zum Aspekt von dann nochmal kennenlernen, das kam dann ganz gut und für mich hat sich so als wichtig herausgestellt für später, dass ich mich auf jeden Fall auf die Person vorstelle und ihr Raum lasse für das, was sie macht oder was sie, worüber sie selber sprechen möchte. Festgestellt, dass ich dann eher mich so insofern vorbereite, wie kann ich die bestmögliche Gesprächspartnerin sein, dass die Person eine Bühne für sich findet, in der sie gut funktioniert. Ja, gut. Ja? Ich wurde in letzter Zeit öfter interviewt für andere Podcasts, über meinen neuen Podcast sozusagen, um mal aus der interviewten Perspektive sozusagen zu sprechen. Da war sozusagen die Interviewsituation fühlte sich für mich dann am besten an, wenn ich das Gefühl hatte, das Gegenüber ist wirklich irgendwie in dem Thema drin. Also da sitzt, also es geht bei dem Podcast um Fußball und da sitzt jetzt nicht jemand, der nur mit mir darüber sprechen will, weil es irgendwie was total Neues ist, dass Frauen plötzlich über Fußball reden, sondern dass da jemand sitzt, der auch noch die ein oder andere Fachfrage dazu stellen kann, der wirklich 2-3 Episoden davor gehört hat von unserem Podcast und weiß, was da passiert und keine Ahnung, nicht noch so Sachfragen abklären muss, wie viele Frauen sind denn dann da in jeder Sitzung, in jeder Folge dabei. Und was für Themen besprecht ihr denn da so, wenn es doch schon Episoden gibt, in denen wir Themen besprochen haben? So, also dann fühle ich mich schon so ein bisschen, also nicht verarscht, aber schon so ein bisschen, dass ich das Gefühl habe, ein bisschen besser hätte sich das Gegenüber schon vorbereiten können, so wertschätzungsmäßig auch. Ich habe jetzt Interviewsituationen in meiner Audio und nicht nur Podcast-Karriere in verschiedenen Formen kennengelernt und ich war auch eine Zeit lang mal in einer richtigen Redaktion, wo ich dann auch tagesaktuelle Interviews für einen 3-Minuten-Beitrag vorbereiten musste. Und ich glaube, was bei vielen Leuten der Anreiz ist, ein Interview zu führen, ist halt dieses, man kennt ja zum Beispiel Holger Klein, macht ja sehr viele Interview-Podcasts und man hört, er hat einfach dadurch, dass er so viel Erfahrung hat, einfach einen sehr guten Interview-Stil und natürlich bereitet er sich wahrscheinlich auch viel vor, aber er kann das auch viel aus der Spontanität heraus einfach so ein nettes Gespräch aufbauen. Und ich glaube, dass
dass das sowas Verlockendes hat und das will man auch immer selber machen, so ja, dann rede ich mit dem und dann haben wir so ein ganz natürliches Gespräch. Und als ich dann so als ganz unbedarfter junger Mensch in der Redaktion war und so Interviews vorbereiten musste, dann wurde ich auch genötigt, wirklich Fragen vorzubereiten und auch so nach dem Thema, du musst im Grunde schon wissen, was das Gegenüber dir sagen wird, also du musst schon mit der Frage abschätzen, was die Antwort ist. Und ich habe das am Anfang als ganz komisch empfunden und so, ja, das ist doch völlig unnötig, dann müssen wir das Interview nicht führen, wenn ich schon wissen soll, was gesagt wird. Aber ich glaube, das ist gerade, wenn man noch wenig Übung hat, ein Interview zu führen, ganz gut schon sich vorher zu überlegen, was die Antwort sein könnte, weil dann kann man so ein Interview auch schön aufbauen. Und umso wenig Übung man hat, umso mehr lohnt sich auch Vorbereitung. Ich hatte das zum Beispiel neulich, das war einfach eine ganz simple Situation, wo ich mit meiner Tante ein Interview machen wollte über ein Projekt, was sie hatte, einfach 5 Minuten ein Gespräch für eine Webseite aufzeichnen. Und wir haben für dieses 5-Minuten-Gespräch halbe Stunde Vorgespräch gemacht, wo wir abgeklärt haben, okay, was wollen wir in diesem Interview umreißen, auf welche Themen wollen wir eingehen, und dann waren diese 5 Minuten wirklich richtig knackig, richtig kompakt und hatten einen schönen Informationsgehalt und einen schönen Gesprächsfluss. Und ich glaube, dass nicht nur Vorbereitung, sondern auch mal ein Vorgespräch mit einem auch vielleicht unbekannten Interviewpartner sehr viel bringen kann und dass man da sich auch nichts kaputt macht im Sinne von, dann ist das ja nicht diese frische, wir lernen das erste Mal kennen und haben gleich ein super tolles Gespräch. Ich glaube, so ein Vorgespräch, das kann man auch mal führen, gerade wenn man am Anfang der Interview-Podcast-Karriere steht. Ja, jetzt muss ich mal gucken, was ich als nächstes aus der Folie hatte. Jetzt habe ich das nämlich, das Thema Vorbereitung und Nachbereitung, das finde ich nämlich ganz interessant. Das hat die Becky bei uns so ein bisschen auch angeleiert, dass man ja, wenn man eine gute Outline zur Vorbereitung hat, das quasi mit dann in den Nachbereitungsprozess mit reinnehmen kann. Also man hat ja zum Beispiel Kapitelmarken und Shownotes und sowas. Und wenn man natürlich sowas wie wir machen, mit festen Themen, also wir reden erst über Film A, B und C und dann über Serie A, B und C, kann man das natürlich schon direkt so festmachen. Also im Ablauf schreiben wir dann, es kommt erst Serie A, B, C, und dann kann man mit dem Tools, die es ja auch in Ultraschall gibt, kann man dann ja auch direkt sagen, okay, setz die Kapitelmarke für Serie A, dann setz die Kapitelmarke für Serie B und setz die Kapitelmarke für Serie C. Deswegen finde ich halt, dass man mit der Vorbereitung sehr viel Zeit sparen kann für die Nachbereitung. Und auch während der Sendung schreibt ja Becky bei uns immer, wir haben so eine Live-Shownotes-Liste unten an unserem Planungsdoc dran, wo Becky dann quasi immer die besprochenen Themen einträgt so ein bisschen und Links reintut, was ich echt toll finde und wichtig, um dann ja schneller bei der Nachbearbeitung zu sein. Das merke ich zum Beispiel immer bei den Filmklassikern, dass das mir echt hilft im Nachhinein, wenn ich die Folge dann schneide und dann noch die Shownotes mache und so, dass diese Live-Shownotes-Liste echt ein tolles Tool ist. Das vielleicht so als Hinweis für euch, wenn ihr das noch nicht macht, überlegt euch das mal, dass ich finde das cool. Ja? Ich hätte da eine Frage. Und zwar denke ich oft darüber nach, Shownotes zu schreiben, und ich weiß aber nicht genau, was ich da mal reinschreiben soll. Also in meinen Podcasts geht es nicht um Medien, die man sich angucken kann, oder Filme. Und manchmal denke ich dann, okay, wenn ich ein Produkt erwähne oder eine Webseite, dann ist es ja relativ klar. Aber auch zum Beispiel Kapitelmarken, es ist für mich enorm schwer herauszufinden, wie ich meine Folgen denn so stückeln könnte oder so strukturieren könnte. Also habt ihr so Parameter, an denen ihr festmacht, wie ihr das macht? Also wir können das halt sehr einfach machen, in dem Sinne, dass wir ja eine feste Struktur haben mit den Filmen. Zumindest bei den KulturpessimistInnen. Bei den Filmklassikern höre ich die Folgen immer nach und setze dann die Kapitelmarken mehr oder weniger nach Gefühl, so, okay, jetzt kommt hier ein neues Thema rein und da dann das thematisch, und dann gucke ich halt immer, ja, welche Begriffe fallen vielleicht, welche Namen, welche Filme fallen, und verlinke dann IMDb-Sachen oder verlinke Erklärungen auf Wikipedia und sowas. Das könnte bei euch wahrscheinlich auch sehr, sehr, sehr hilfreich sein, sowas in den Shownotes mit einzubeziehen, wenn ihr irgendwie über
ich sag mal so, ITDC-Sachen oder sowas redet, auch mal eine Verlinkung zu machen, halt im Zweifel, was steckt denn hinter dieser ITDC-Bezeichnung? Gut. Also ich bin jemand, der eher längere Podcasts hört und da habe ich festgestellt, ich mag die Podcasts, die wirklich Kapitelmarken und etc. so haben. Also irgendwas, das mir vorgibt, da ist ein Konzept dahinter, das hat eine Ordnung oder dass ich mal in den Teil des Podcasts zurückspringen kann, den ich mir nochmal anhören kann. Und als ich angefangen habe, war mir das dann auch wichtig, also wenn der eine Stunde geht, dann will ich auch Kapitelmarken haben, dann will ich wissen, da geht's los, das ist der Anfang, hier wird nochmal, wie weiß ich, die Kommentare besprochen, da ist sozusagen das Ende, da geht's schon weg. Und bei den Shownotes habe ich mich auch sehr schwer getan, also deswegen mache ich ja Podcast, deswegen mache ich Audio, weil ich bin nicht so der Typ, der schreibt. Erstmal bin ich auf Kriegsfuß mit der deutschen Rechtschreibung und dann wirkt das immer so ein bisschen überhöht und irgendwie aufgesetzt, wenn man seinen Podcast irgendwie beschreiben will oder so. Aber ich zum Beispiel zwinge mich wenigstens 2 Sätze zu schreiben, damit die Leute was haben, wenn sie den Podcatcher aufmachen oder so. Damit es wenigstens so aussieht, als ob ich mich tatsächlich darum bemühe, damit die Hörer auch wissen, da ist ein bisschen Herzblut dahinter. Also so nur so zur Beschreibung, was ich mir dabei denke. Okay, ich mache mal eine Sprachliste auf. Vielleicht erst Jule, dann. Dankeschön. Hört man mich jetzt? Ja. Also ich habe angefangen, den Sven zu zwingen, Kapitelmarken zu setzen, weil er redet immer sehr lange über Thai-Fußball manchmal. Und das interessiert natürlich nicht ihn. Ich habe gesagt, das ist super, ich finde das auch cool. Also ich schalte auch immer innerlich ab, wenn ich ehrlich bin, manchmal. Aber eigentlich ist es schon interessant, aber nicht jeder möchte das. Manche Leute möchten lieber was über die Nationalmannschaft hören. Und also wir hören ganz oft, wir sind zu lang. Und dann sage ich immer, wenn man Kapitelmarken hat, dann kann man ja wenigstens sagen, höre ich mir halt eine Bundesliga an oder was weiß ich. Oder wenn ich sage, ich finde jetzt nur Thai-Fußball gut von Sven, dann höre ich mir halt nur das an. Das finde ich ja auch in Ordnung. Aber das finde ich, das geht es mir eigentlich bei vielen Podcasts, die lange dauern, so dass ich dann denke, ich möchte jetzt nicht irgendwie in einer Viertelstunde was über Tennis hören. Ich will jetzt was über Basketball hören und dann möchte ich auch weiterspringen können einfach in dem Moment. Und bei den Shownotes, es ist so, wir versuchen relativ viele Shownotes immer zu setzen zu so. Und ich stelle fest, dass die auch oft angeklickt werden. Also man sieht ja das in Statistiken und so. Das ist also insbesondere bei so etwas entfernteren Artikeln und so weiter, dass da schon so ein Bedarf ist. Und ich versuche zum Beispiel auch immer möglichst Medien also freie Blogs oder so weiter zu verwenden, wo die Leute jetzt auch kein Geld für sehen oder irgendwie nur eine DPA-Nachricht sind, sondern das finde ich mal gut. Also ich finde immer, Shownotes sind immer ganz praktisch, damit die Leute weitergucken können und sagen, ja, genau. Okay. Dazu noch, also auch ein bisschen aus Hörersicht. Ich finde die Shownotes und die Kapitelmarken am interessantesten, um zu skizzieren, wie tief steigt man in das Thema ein. Also ich höre prinzipiell eher so technische Podcasts, die sich mit irgendwelchen Sachen aus der Softwareentwicklung beschäftigen oder auch Retro-Gaming. Und ja, man kann halt ein Thema eine Stunde lang breit treten, aber nur an der Oberfläche kratzen. Und das ist halt irgendwie dann interessant zu sehen, wie tief steigen die in die Materie ein. Und das versuche ich halt eben dann auch in meine Shownotes. Und das ist auch eigentlich der Hauptgrund, warum ich die Kapitelmarken nochmal mit in die Shownotes aufnehme, falls der Podcatcher die eben nicht explizit ausweisen kann, damit der Hörer sofort weiß, okay, wir kratzen nicht an der Oberfläche, sondern gehen ein bisschen tiefer rein. Das ist eines der wichtigsten Punkte, finde ich, bei dem Thema. Gut, und Becky, du hattest auch noch einen Punkt. Ich habe sogar 2 Punkte. Der eine ist so ein bisschen aus Marketing-Sicht einmal da drauf geguckt. Diese 2 oder 3 Sätze, die ihr über euren Podcast in die Shownotes schreibt, sind unfassbar wichtig, damit der dann auch gefunden wird zu dem Thema, was ihr da gemacht habt. Zumindest solange wir noch nicht das wunderbar durchsuchbare, automatisch durchsuchbare Audio haben. Also tatsächlich Wörter, die ihr in eure oder die wir in unsere Shownote-Texte reinschreiben, werden auch von der Apple-Podcast-Suche erkannt, wenn Leute da nach irgendwelchen Themen oder so suchen. Deshalb habe ich mir wirklich angewöhnt, bevor es an die Shownotes im klassischen Sinne geht, mit Links und so weiter, wirklich 2, 3 Absätze zur Folge zu schreiben, wo alles drinsteht, was irgendwie so vorkommt in der Folge. Das ist das eine. Und das andere, ich finde, manchmal sind Shownotes auch ein Mittel, das klingt jetzt auch ein bisschen eingebildet, aber so ein Bildungsauftrag, den ich meinen Hörenden mitgeben will. Also ich mache einige meiner Podcasts auch mit einer starken feministischen, emanzipatorischen Perspektive
und sehen nicht bei allen Themen ein, in jeder Episode jeden Begriff und jede Sache wieder zu erläutern, während ich über irgendwas spreche. Aber wenn ich ihnen dann vielleicht noch einen Link, von dem sie dann weiterkommen und weiterkommen und weiterkommen können und sich selber tiefer in das Thema einarbeiten können, mitgebe, so, dann kann ich vielleicht darüber es schaffen, so dieses auszubalancieren, zu sagen, ich verwende meine Begriffe, weil ich finde, es sind die richtigen für die Konzepte, über die ich spreche, aber die anderen haben dann die Möglichkeit, über die Shownotes sich selber weiterzubilden, sozusagen. Gut. Also ich, was Shownotes angeht, ich nenne mich selbst immer so ein kleiner Shownote-Nazi, weil ich fange an zu schreiben, wenn ich höre und merke dann wirklich jeden Begriff, der da vorkommt, es ist wie eine Wikipedia-Inhaltsangabe, was am Schluss da drin steht, wo ich denke, okay, du musst jetzt nicht wirklich München zum Beispiel als Shownote, was völlig bescheuert ist. Ich glaube, jeder, der zuhört, weiß, was München ist. Und dann fange ich im Nachhinein wieder an und du wieder Begriffe rausschmeißt und sagst, nee, du hast jetzt echt übertrieben, aber so Shownotes, da gehe ich komplett drin auf. Keine Ahnung, was mich da immer packt. Ja. Ja, dann. Ich habe noch was zu was Hanna vorher gesagt hat, nämlich, dass das ja irgendwie klar sei, wenn sie irgendeinen Blog erwähnt oder eine Webseite, dass die Leute das ja schon wissen oder googeln können. Und das ist auch immer so mein erster Gedanke, naja, es gibt ja Google und dann kann man ja irgendwie alle möglichen Sachen reinwerfen und dann wird schon das Richtige bei rumkommen. Aber ich habe das ganz oft in meiner eigenen Hörerfahrung, dass über ein Buch geredet wird oder über ein Thema und dann habe ich so, okay, die reden jetzt über ein Buch, aber ich habe vergessen, wie der Titel hieß. Dann haben sie am Anfang gesagt, aber das war für 5 Minuten, da habe ich nicht aufgepasst. Und dann ist es ganz praktisch, wenn man so geordnete Shownotes hat und sagt, okay, darüber haben sie geredet, ah, dann sind sie gerade bei dem Thema und das ist gerade das Buch. Und ich hatte das auch schon zum Beispiel, dass ich mal einen Podcast gehört habe, wo irgendwie ein Produkt erwähnt wurde und 2 Jahre später will ich mir vielleicht einen neuen Rucksack kaufen, weiß, ich habe damals eine Folge gehört, wo sie über den Rucksack geredet haben, der super spannend war. Und dann, und der hieß irgendwie so und so, oder ich kann mich ganz schwammig an den Namen erinnern. Und dann gibt es ja bei jede WordPress-Seite hat ja mittlerweile eine Volltextsuche, gibt man da einfach den Namen ein und wenn halt die Shownotes ordentlich angelegt wurden, dann findet man auch noch nach 2 Jahren das richtige Produkt. Also gerade Shownotes und Beschreibungen sind ganz wichtig für die Durchsuchbarkeit von Podcasts, weil man halt Audio noch nicht so gut durchsuchen kann. Und deswegen sehe ich da auch, wenn man denkt, das ist ja klar, die hören das ja, die können das ja googeln, ist es ganz praktisch, wenn man das nochmal als Text vor sich hat. Ja, ich würde dann mal weitergehen zum nächsten Thema, und zwar Forum, weil ich finde, das machen einige wenige, aber ich finde, das könnte noch mehr sein. Zum Beispiel gibt es halt das mitmachen.rasenfunk.de Forum, wo wirklich Max zu jeder Folge vom Rasenfunk, das ist ja ein spieltäglicher Podcast, wenn ihr den nicht kennt, der jeden Spieltag der Bundesliga analysiert und die HörerInnen davor fragt, ja, was findet ihr, waren die wichtigen Punkte zu dem Spieltag und was sind auch eure Fragen zu dem Spieltag gewesen? Und es gibt natürlich auch zum Beispiel das Aufwachenforum und ich finde, das könnten noch mehr große Podcasts machen. Genau. Vielleicht mal die Frage an euch, nutzt ihr solche Foren auch als HörerInnen und beteiligt ihr euch aktiv? Vielleicht, ja, gut. Ich habe da gedacht, ich hätte eine ganz... Hört man mich? Ja. Okay. Ich hätte gedacht, ich hätte eine gute Idee und indem ich das mache, aber offensichtlich gibt es ja schon. Und zwar habe ich jetzt gerade einen Discord aufgesetzt für meine HörerInnen und stelle aber fest, vielleicht habe ich nicht die richtige Zielgruppe oder ne, es sind einfach wenige Leute und davon wissen wenige, was es überhaupt ist. Ne? Und es ist ein Chat, es ist kein Forum. Ja. Aber was ich merke ist, dass womit man so ein bisschen konfrontiert ist oder womit ich auf jeden Fall erstmal konfrontiert bin als Einzelperson, ich bin ja kein Kollektiv da, ich muss mir viel Lob anhören, so, ne? Aber konstruktiv ja. Sagt mir keiner, mach das mal anders oder also so eine mitplanen oder Episoden möchte keiner, aber die Gelegenheit, jemandem zu sagen, das machst du toll, auch über diesen Kanal, das nutzen irgendwie viele. Muss man vielleicht mitdenken, dass das passieren kann. Hm.
vielleicht auch nochmal. Gibt ja auch Leute, die mögen das, ja, ne? Vielleicht auch nochmal an Jule oder Becky gefragt. Ihr Nutzer ist sicherlich auch das Rasenfunkforum und so. Ich nutze das Rasenfunkforum nicht, aber ich lese da mal, also ich habe da schon mal reingeguckt. Also also ich finde das super bei Max, aber der Max hat natürlich auch ganz andere Hörerzahlen als zum Beispiel wir, ne? Also da träumen wir wahrscheinlich jetzt irgendwie nachts von irgendwie, was der in einer Stunde wahrscheinlich hat, das kriegen wir in 3 Episoden oder so. Und ich denke immer, das wäre eigentlich sehr nett, und ich habe auch schon überlegt, ob wir für unsere Daily Podcasts sowas, also nicht sowas, aber dass wir es ein bisschen kommunikativer gestalten, aber ich habe immer das Gefühl, das wird dann nicht so angenommen, weil wir müssten mit Social Media konkurrieren. Die Leute, die was schreiben, die schreiben das dann eher auf Twitter oder auf Facebook, und das ist dann ja, ich will nicht sagen unangenehm, aber dann hat man dann so ein, würde man ein Forum öffnen und wenn dann nur 3 Leute mitmachen und dann alle 6 Wochen, dann fühlen die sich nicht motiviert und so weiter. Und ich kenne das bei großen Podcasts, dass die auch so ein Discord, also bei Spielen zum Beispiel haben die oft so ein Discord, oder beim Rasenfunk, aber es sind natürlich riesige, also der Rasenfunk ist riesig. Ja. Und auch bei Früff würde ich jetzt sagen, da haben wir auch ganz viele Sachen, aber ich weiß jetzt nicht, ob die sowas mitmachen würden. Ich glaube auch, es sind sehr viele Leute, die dort mitdiskutieren, und Leute, die sich für Fußball interessieren, haben einfach immer das Gefühl, selber ihren Senf dazugeben zu müssen. Also weil so, keine Ahnung, 80 Millionen Nationaltrainer, ne? Also jeder glaubt irgendwie genau zu wissen, wie es hätte sein müssen. Und das ist vielleicht ein Thema, was Leute sehr stark zum Mitdiskutieren anregt, wohingegen Themen, wo wir vielleicht auch Nischenthemen aufmachen, neuere Sachen einbringen, wo wir HörerInnen haben, die unseren Podcast vielleicht hören, um selber ganz viel Neues zu erfahren, gar nicht so viel in so eine Vorbereitung tatsächlich mit einbringen können oder sich nicht trauen würden, das mit einzubringen, weil es sich als zu simple, zu einfache Fragen oder darf man sowas überhaupt fragen oder verletzt es die Leute oder so herausstellen würde. Da merke ich eher, dass, also solche Fragen kriege ich eher mal in einer DM geschickt tatsächlich von jemandem, der dann fragt, könnt ihr über sowas mal im Podcast sprechen oder so. Na, mein Gedanke zum Forum ist halt auch so ein bisschen, dass, wenn man so verschiedene Feedback-Kanäle hat, dass das auch sich gerne mal dann zersplittern kann. Da kommt was über Twitter, da kommt was über Mail, da kommt was über die Kommentare. Wenn man das auf ein Forum kapriziert, habe ich manchmal so den Gedanken, vielleicht ist das tatsächlich besser, als über 10 Kanäle das aufzufangen. Ja, aber ist an. Auch an dem Aufwachen-Forum siehst du es ja, die Diskussionen finden ja trotzdem teilweise sehr zersplittert statt. Also die Diskussionen zum Beispiel unter den YouTube-Videos von Aufwachen sind ganz anders als jetzt auf Twitter oder geschweige denn in dem Forum. Also in dem Forum wird halt inhaltlich besser unter den Hörenden diskutiert als in den anderen Kanälen, aber das nutzen auch nur bestimmte Leute. Also eine breite Diskussion oder die Zentralisierung der Diskussion findet auch durch das Forum ja nicht statt. Okay. Gut, dann kommen wir jetzt. Also dieses Aufsplitten über die verschiedenen Kanäle habe ich halt auch ganz krass mitbekommen. Also ich habe auf meiner Homepage auch die Kommentare bei WordPress deaktiviert, weil ich eigentlich gesagt habe, ich will es nur über Social Media machen, weil es irgendwie auch der Zeitgeist ist bei vielen, die nebenbei hören, also die sich jetzt nicht aktiv mit Podcasten beschäftigen, sondern wegen dem Thema kommen. Ja. Da sagen die meisten dann auch so, ja, die wollen auch nicht allzu viel Zeit rein investieren, deswegen war die Idee, das nur über Social Media zu machen. Aber wie viele aus meinem Umfeld gesagt haben, nee, Twitter nutze ich gar nicht, weil ich mit der ganzen Plattform nichts anfangen kann. Ich wollte auch nicht allzu viele Sachen aufmachen, also diese Aufsplittung ist irgendwie schon ein großes Problem, aber ich glaube nicht, dass ein Forum das löst, weil die Leute hören 5, 6, 7, 8 Podcasts vielleicht gleichzeitig. Ich glaube kaum, dass die meisten sich dann da noch die Zeit für nehmen würden, bei allen irgendwie in ein Forum reinzugehen, wo man dann auch gucken muss, wenn der Podcast themenbezogen ist, ist das Forum dann trotzdem nur für den Podcast oder für das Thema, wo es dann vielleicht auch schon 100 Foren gibt. Wenn ich jetzt sehr themenbezogen bin, habe ich ja schon ganz viele Foren zu dem Thema allgemein, wo die Leute vielleicht sogar auch schon sind. Und dann warum sollten sie dann ausgerechnet in mein Forum kommen? Nachher habe ich da auch wieder so eine leere Bude, wo sich keiner dann einloggt. Deswegen glaube ich, dass man dann eher vielleicht doch die Kommentarfunktion nutzen könnte, direkt unter der Episode, wenn man nicht gerade so ein Riesenpodcast ist. Ja, gut.
Dann gehe ich noch zum letzten Thema. Und zwar, das ist was, was wir ja machen. Und das habe ich ja auch schon gehört, heute am Anfang von Jan war es, glaube ich, Redaktionskonferenzen zu machen. Meldet euch vielleicht mal kurz, wer von euch macht Redaktionskonferenzen vor den Sendungen? Das sind sehr wenige. Becky und Christopher, die halt von mir sind. Und okay, also zwei noch. Also Redaktionskonferenz heißt, ihr sprecht euch ab oder heißt das nur, ihr tauscht schriftlich euch aus oder was beinhaltet das? Redaktionskonferenz heißt für mich, wir schalten uns zusammen, wir telefonieren uns zusammen. Und ihr redet miteinander, okay. Und sprechen das nochmal fernmündlich und alles klar. Die Themen durch. Ja, ich finde das ist einfach nochmal persönlicher als die Sachen einfach bloß in ein gemeinsames Pad zu schreiben. Und da kann man dann doch noch mal so ein bisschen genauer und feingliedriger sich absprechen, als wenn man das einfach bloß irgendwo, ja, zum Beispiel in den Google Doc reinschreibt. Da kann man es vielleicht noch sehen, okay, das ist blau, das hat jetzt der geschrieben, das ist jetzt pink, das hat jetzt der oder die geschrieben, das ist jetzt grün und so weiter. Aber ja, im Endeffekt fehlt mir dann da doch so ein bisschen die Komponente und deswegen haben wir eigentlich von Anfang an, also seit der ersten Folge haben wir ja davor Redaktionskonferenz gemacht. Ja. Ich finde, Redaktionskonferenz ist nicht nur zur Sammlung von Themen, sondern Redaktionskonferenz ist, und das ist beim Podcast nicht anders als bei jeder anderen Redaktion, ist auch immer so ein bisschen Krieg, weil es auch oft darum geht, welche Themen kommen rein, welche Themen fliegen raus. Und ich finde, wenn man für ein Thema erstmal gekämpft hat, dann lernt man das auch wertzuschätzen. Und das ist auch so ein bisschen, also so mal diesen generellen Sinn, warum wurden überhaupt Redaktionskonferenzen erfunden? Das ist auch so ein bisschen, auch so diese Überzeugung abzuklopfen, ist das Thema wirklich relevant? Und wenn man überlegt, okay, ich muss jetzt irgendwie die anderen davon überzeugen, dass wir auf jeden Fall über diesen Film reden wollen, dann ist das nochmal ein ganz anderes Gefühl, wenn man dann wirklich über diesen Film redet, als wenn man sagt, ja, dann reden wir auch noch über Avengers Endgame 2. Und das ist halt auch, es geht da nicht nur um, okay, über was reden wir, ja, Punkt 1, Punkt 2, sondern auch so ein bisschen um diese Findung der Linie der Sendung, so passt das rein, ist das wichtig, müssen wir darüber reden, und wenn wir nicht darüber reden, dass wir auch dann ausdiskutieren, warum wir das jetzt rauswerfen, dass am Schluss auch niemand beleidigt ist, zu sagen, ah, es wird schon wieder nicht über mein Thema geredet, sondern dass man das auch irgendwie abgeklärt hat. Also ich finde, sowas ist, gerade wenn man über viele Themen redet, wenn man begrenzten Zeitraum hat oder wenn man auch gerade über kontroverse Themen redet, dann kann das schon sehr viel bringen. Okay, hat noch jemand Gedanken zur Redaktionskonferenz? Ich, okay, nur ganz kurz, ja. Dann darf Hanna gerne. Ja. Den Podcast von denen gibt es ja schon länger, als ich da mitmache, und ich bin als Gästin am Anfang dazu gekommen, habe gedacht, meine Güte, wie übertrieben ist denn das? Jetzt komme ich da als Gästin und muss schon zwei Termine mir frei halten, einmal für die Redaktionskonferenz und einmal für die Aufnahme. Hast du das gedacht? Ja, habe ich gedacht. Aber ich stimme allem zu, was die beiden bis jetzt gesagt haben. Und bei anderen Podcasts mache ich es jetzt teilweise in einer abgespeckten Version. Also zum Beispiel bei meinem anderen Filmpodcast Filmlöwinnen treffen wir uns jetzt nicht drei Tage vorher schon einmal, um es zu diskutieren in einer Redaktionskonferenz, sondern wir machen das immer direkt im Anschluss an die letzte Folge. Also wir nehmen eine Folge auf, dann besprechen wir zusammen, welches Thema wir ausgehend von welchem Film in der nächsten Folge besprechen wollen, sammeln schon mal ein paar Sachen, und alles Weitere passiert dann wieder schriftlich ab da, bis wir die Folge aufnehmen. Also das ist sozusagen die Redaktionskonferenz Mini. Ja, gut. Und da wollte Hanna noch was erzählen. Ich wollte einmal fragen, wie ihr bei der Redaktionskonferenz vorgeht, und zwar, ob ihr, wenn ihr ein Thema habt, nehmt ihr euch dann auch die Zeit vor, also bestimmt ihr das dann auch, und wonach schätzt ihr das dann ein? Also macht ihr nach Gefühl, wir denken, das Thema braucht so 10 Minuten, 20 Minuten, oder habt ihr da schon so ganz klar eine Struktur? Ja, also ich würde sagen, also zumindest ich mache es nach Gefühl. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also ich sage, wir machen das nach Gefühl, und nee. Ja, wir sagen grob, nee. Das Thema ist ungefähr eine Dreiviertelstunde, aber wenn es 10 Minuten drüber oder drunter ist, ist das dann auch kein Problem. Also wir haben das mit den Zeitziehen auch noch nicht so lange, es sind ein paar Sendungen, aber es hat uns sehr viel gebracht, und das ist auch so, wir hatten halt die Erfahrung von irgendwie
20 Sendungen davor, wo wir wissen, okay, wir reden immer so ungefähr eine Stunde über einen Film und dann sagen, okay, wir haben jetzt so und so viele Themen und wir wollen vielleicht unter 5 Stunden bleiben und dann muss halt jedes Thema eine gewisse Länge haben und die nicht überschreiten. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt was gesehen, darüber wollen wir reden, aber das ist jetzt nicht so kontrovers oder nicht so gehaltvoll, dann sagen wir, das machen wir zwar 20 Minuten und ein anderes Thema 45 Minuten und dann haben wir halt so, wie so Standard-Slots, die wir dann halt vergeben und sagen, okay, wir haben 45 Minuten Slots und wir haben 20 Minuten Slots und die vergeben wir dann nach und nach. Und ich glaube, so ein Zeitziel, dass wenn man merkt, dass es dann auch länger dauert, kann man ja länger machen, aber es hilft einem wirklich auch so vom Mindset zu wissen, okay, wir reden jetzt noch 5 Minuten darüber und dann gehen wir zum nächsten Thema und ich sammle jetzt meine letzten Gedanken und dann bringen wir es zum Schluss und dann hat man da auch einen schönen Cut und dann ist auch der Flow besser. Genau, apropos Zeitziel, unser Zeitziel ist jetzt schon eigentlich überschritten. Ich möchte euch noch mit einem letzten Gedanken zum Redaktionskonferenz in die Verabschiedung geben. Nämlich, wir machen auch noch eine Meta-Redaktionskonferenz, indem wir uns einmal im Jahr jetzt, das kam so ein bisschen auf meine Initiative, dass man so sagt, ja, so was war denn jetzt im letzten Jahr? Was hat uns denn so gefallen? Was bringt uns denn Bauchschmerzen, was man vielleicht in den normalen Redaktionskonferenzen auch nicht so dazu kommt, das zu sagen und so zu planen, wie wollen wir uns denn weiterentwickeln? Wo soll es denn das nächste Jahr hingehen? Das finde ich, das hat uns auch nochmal geholfen, sehr unser Profil zu schärfen, weil da kann zum Beispiel Becky dann mit dem, ja, lass uns doch KulturpessimistInnen umbenennen und diesen emanzipatorischen, feministischen Standpunkt nochmal stärker herausstellen. Und seitdem haben wir dann auch das neue Logo mit den Regenbogenfarben, was jetzt zwar keiner von uns anhat, aber da gibt es ja zum Beispiel auch die Postkarten mit dem Logo drauf und so weiter. Das kam aus so einer Meta-Redaktionskonferenz heraus. Also auch mal, das ist der Rat, den ich euch zum Abschluss noch mitgeben will, auch mal so ein bisschen aus dem Tagesgeschäft rauszugehen und mal den größeren Blick aufzumachen. Wo stehen wir? Wo wollen wir hingehen? Genau. Das war's von meinem Workshop. Danke, dass ihr so toll mitgemacht habt und so tolle Debattenbeiträge auch eingebracht habt. Das hat mir gefallen, dass wir so einen schönen Workshop zusammenstellen konnten. Danke und viel Spaß noch beim Podstock.